frische Luft zu fächern. Ich sprach und klopfte ihm aufs Jäckchen. Im nächsten Jahr kaufe ich 100 Päckchen. Ich finde es toll, dass zwei Advent-Veranstaltungen nebeneinander so tadellos funktionieren. Was mir sehr gut gefallen hat, die Geschichte mit dem Lametta. Die hast du wirklich noch nicht gekannt? Ja, aber sie war gut erzählt. Naja, irgendwo muss ja eine Ausbildung auch hinkommen. Ist ja eigentlich eine super Sache, wenn es so funktioniert, dass nebeneinander zwei Adventmärkte Platz haben. Ja, das ist das Tolle bei uns in der Gemeinde. Ja. Wir können uns gut arrangieren, die einzelnen Körperschaften arbeiten gut miteinander, die Gemeinde mit der Pfarre, also die Kultur, alle rundherum, alle beteiligen sich dran und ich glaube, das macht die Harmonie und das Schöne an Großenzersdorf aus. Dieses Miteinander, Füreinander und das Gemeinsame. Ja. Und es ist so unterschiedlich, die zwei Sachen draußen, das ist ganz was anderes wie da herinnen.
Das ist klar, das war immer schon so, weil der Adventmarkt in der Pfarre mehr auf das Kunsthandwerk ausgerichtet war. Und draußen trinken die Leute lieber einen Punsch, wenn es kalt ist, nicht? Also da hat man weniger Waren und mehr Essen und Trinken. Wunderbar, na dann können wir nur sagen, eine schöne Adventzeit. Ja, wünschen wir auch einen schönen Adventbeginn, eine schöne Adventzeit und wir ein bisschen Ruhe und Besinnung und ein bisschen herunterkommen. Ja, danke. Danke.